Jetzt rechts, aber. Stopp! Schluss jetzt! Sonst gibt's das in die Schnauze! Hör auf mit dem Geschrammel und komm runter! Fernsehen! Aber Papa, ich verstehe doch überhaupt nicht, was die im Fernsehen sagen. Ich habe dazu überhaupt gar keinen Zugang. Dann bist du entweder taub auf beiden Ohren oder zu blöd! Okay. Eat this. Ich hab für RTL eine Show gemacht, doch das hat nicht funktioniert. Ständig hab ich mich so Ding gefragt, liegt das an mir? Sorry, Jan Köppen, was machst du denn eigentlich hier? Du hast doch vor kurzem einen Vertrag bei RTL unterschrieben. Nee, du darfst nicht mitmachen. Sag mal, dann soll der eine von Calcha Candela, der mal bei DSDS in der Jury war, der soll mal was retten, bitte. Yeah, oh Mann, ich raste aus, bin zu dumm für RTL und das weiß ich jetzt auch. Oh, viel zu hoch für mich, intellektuell, ZDF, Böhmermann, Digga, das ist meine Welt. Yeah, sorry Dieter. Mir fehlen die Worte, du kannst auf jeden Fall mehr als zwei Akkorde. Mein IQ reicht für Lieder wie Hammer. A-A-Doppel-M-A. Magazin, Folge 19. Schlau genug fürs Hauptprogramm. Heute zu Gast Bastian Pastewka. Hier ist der PR-Berater von Xavier Naidoo, Jan Böhmermann. Hallo, vielen Dank. Willkommen zurück zum Neo-Magazin nach der langen, langen Sommerpause.
Ein Hauptprogrammsapplaus. Vielen Dank, Dankeschön. Ganz Deutschland streikt, aber unser Publikum nicht. William Cohn. Hello. Welcome back. Oder ist es René Zellweger? Man weiß es nicht. Vielen Dank, sehr freundlich. Willkommen zurück zum Neo-Magazin. Ach, ist das schön. Ist okay, das ist ja ekelhaft. Sorry. Ist okay. Hört auf, so gut ist er auch nicht. Ist okay. Okay, langsam kippt's. Es kippt langsam. I get the irony, I get it. Okay, stop it, it's okay. It's okay. Ja, alles klar, danke, ciao. Willkommen beim Neo-Magazin. Hashtag der Woche. Fun for Jan. Hashtag der Woche. Fun for Jan. Warum? Das erklären wir vielleicht später. Aber wir fangen mit was überhaupt nicht Spaßigem an. Es gibt eine Meldung diese Woche, die mir sehr ans Herz gegangen ist. Aber nicht nur mir, sondern auch dem kleinen Lukas. Denn immer wenn der kleine, herzkranke Lukas Helene Fischers Song Atemlos hört, mussten wir diese Woche lesen, wird er ganz ruhig und lässt sich problemlos untersuchen. Mir steigen die Tränen in die Augen. Der medizinische Fachausdruck dafür heißt, glaube ich, Schockstarre. Dem kleinen Lukas geht es inzwischen viel besser. Leider sind vier Senioren aus dem Nachbarzimmer beim Disco Fox zusammengebrochen. Atemlos durch die Nacht. Und die Behandlung des kleinen Lukas musste dann leider vorzeitig abgebrochen werden, obwohl er auf dem Weg der Besserung war, weil sich die Krankenkasse nicht mit der GEMA einigen konnte. Die GEMA wollte 9 Cent für Atemlos, die Krankenkasse hat aber nur 7 gegeben. Da hat die GEMA gesagt, sorry, wir lassen nicht alles mit uns machen. Der kleine Lukas muss leider sterben. Ist schon mal einfach so. So sind sie. Ja, die GEMA. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt von diesem eher heiteren Thema zu dem nun folgenden sehr traurigen Thema kommen soll. Ich probiere es mal mit dem Kamerawechsel. Funktioniert. It always works. Ebola, Fun. Mesut Özil und Mandy haben sich getrennt. Diese Woche Schockmeldungen auf der Facebook-Seite von Christian Lell gefunden. Für Mesut Özil gleicht es sich also in diesem Jahr aus. Einen Wanderpokal gewonnen und einen Wanderpokal verloren. Oh, ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Staffel von Let's Dance mit Daniel Hartwig und Silvi Özil. Aber für Mesut Özil ist die Trennung ja halb so schlimm. Aber Mandy muss es ja leider zu K1 zurück. Das ist bedauerlich. Obwohl K1 freut sich, denn bei Mandy ist er sich sicher, dass sie keinen Penis hat. Also, oder ist ein Camel-Ton-Penis. Ein kleiner Penis vielleicht. I don't know. Sorry. Oh, mir ist der Hoden rausgefallen. Scheiße. Stopp. Die Welt hat sich zusammengeschlossen, kommt wirklich ein ernstes Thema, die Welt hat sich zusammengeschlossen gegen ISIS. Ja, ne, habe ich mir gedacht. Was mir besonders große Sorgen macht, es gibt offenbar sogar eine unheilvolle Verbindung zwischen Hip-Hop und ISIS. Wusstest du das? Hip-Hop und ISIS ist ja. Also Desodog zum Beispiel oder Jihadi John, alles früher Rapper gewesen. Dann lief es mit den Platten nicht mehr so gut. Dann haben sie sich gefragt, was kann ich sonst noch? Oh ja, Gewalt. Dann gehe ich doch einfach zu ISIS. Viele Experten befürchten ja, Hip-Hop treibt junge, verwirrte Menschen in die Arme von ISIS. Das gefällt euch, ne? Bist du in Deutschland ein Verlierer, frustrierter Hartz-IVer, dann nimm dir deine Perso und flieg auf deinem Perser zu ISIS. Nicht schlecht. Dynamite! Bist du eindimensional, religiös, radikal, sind dir Menschen egal, na dann nichts wie auf zu Jetzt was, vielleicht mit so einer popkulturellen Referenz. Ist dir das Bär kein zu lame? Sehnst du dich nach Fame? Dann kämm dir deinen Bart und auf ins Kalifat zu. Jesus. Nicht schlecht. Boom, shake the room. Würdest du für 72 Jungfrauen Unschuldige umhauen, dann werd konvertiert und mach einfach mit bei Murderer. Say what? Pass auf.
Jetzt kommt der moralische Teil. Und schießt dich dann ein Apache am ersten Tag zum Matchy, kriegst du eine Hellfire mitten in die Eier, dank halt blöd, wenn du explodierst und erst dann kapierst, dass selbst der tollste Dschihad im Kern leider relativ fies ist. Hoffentlich bist du denn wenigstens auch ein Sunnit. Ah, alles andere ist nämlich echt egal. Say what? Vielen Dank. Not bad. Übrigens, heute zu Gast im Neo-Magazin. Bastian Pawelka. Boom, tschak, tschak. Bastian Pawelka. Das ist ein aktuelles Hörspiel, reden wir gleich noch drüber. Aber eine Sache hat die Internetwelt und überhaupt die gesamte Nachrichtenwelt noch viel mehr erschüttert als ISIS. Nämlich, habt ihr vielleicht mitbekommen, das hier. In der vergangenen Woche erschütterte eine Meldung das sonst so unaufgeregte Internet in seinen Grundfesten. Jan Böhmermann hat seine private Handynummer im Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht. Ist der 33-jährige Nachwuchsmoderator zu blöd, das Internet zu bedienen? Oder steckt vielleicht doch ein perfider Plan dahinter? Sehen Sie bei uns exklusiv die 863 WhatsApp-Nachrichten, 40 Gruppenchats, 1430 Voicemails, eine MMS, ein FaceTime-Call von Jans Mutter und 200 iMessages. Und was hat es mit diesem aufwendig und liebevoll mit Cliparts geschmückten Flugblatt auf sich, das an Universitäten und anderen öffentlichen Plätzen aufgetaucht ist? Ein Fake? Oder ein hoffnungsloser Hilferuf des Jungmoderators? Nächste Woche in ZDF Neo. Hey Studiopublikum, hey Internet, Navi. Ich muss mich entschuldigen, 6 Monate lang waren wir jetzt nicht da. Für viele Menschen ist eine Welt zusammengebrochen, denn das hier, das Neo-Magazin, ist die Sendung, wo wir Sie, liebe Zuschauer, im zweiten deutschen Internet, aber auch im zweiten deutschen Fernsehen oder im zweiten deutschen Fernsehen Neo über die aktuellen Geschehnisse im Internet auf dem Laufenden halten. Da haben Sie jetzt ein halbes Jahr nichts mitbekommen. Wir bringen Sie auf den neuesten Stand. Das ist die Drehscheibe Internet. Das ASCII-Zeichen der Woche, die Raute. Die IP-Adresse des Monats, 127.0.0.1. Und kommen wir nun zum Tinder-Match der Woche. Oh, Johanna und Florian. Ihr müsst jetzt in der verbleibenden Restsendezeit miteinander schlafen. Oder wenigstens einen Moment zusammen haben. Das ist ein Match. It's a match! Oh mein Gott, ihr kriegt zur Belohnung. Warum denn nicht? Jeder von euch bekommt einen Tag die Rundfunkgebühren erlassen. Gutschein könnt ihr einlösen bei der GZ. Julia, wenn du vielleicht ganz kurz so lieb wärst, dass eben den beiden Fickmäuschen. Kommen wir nun zur Top 5 Google-Liste. In dieser Woche kümmern wir uns um die Top 5 Google-Suchbegriffe von K1. Auf Platz 5 der Top 5 Google-Suchbegriffe von K1 ist Mandy, Handynummer schnell. Gefällt mir sehr gut, dass K1 vor Google sitzt und nochmal, Mandy, Handynummer, schnell ein Tipp. Google, beeil dich! Will der Erste sein. Viertens, der Top 5 Suchbegriffe von K1 diese Woche. Reime finden, schwer, warum? Say what? Platz 3, Analsex fremdgehen. Platz 2, Dr. Dre, Praxisöffnungszeiten. Und auf Platz 1 der Top 5 Google-Suchbegriffe von K1 in dieser Woche, iPhone 6, Mikrowelle-Garantie. Das war die Drehscheibe Internet.
Bastian Pastewka, keiner hat so viele Comedy-Preise gewonnen, mit Ausnahme von Anke Engelke. Das ist sein neuestes Projekt, Bastian Pastewka und Komplizen in Paul Temple und der Fall Gregory. Meine Damen und Herren, schlagen Sie ihn zusammen für den lustigsten Mann Deutschlands. Hier ist Bastian Pastewka. Ach, ich freue mich. Lieber, grüß dich. Servus. Bastian. Dankeschön. Ach, herrlich. Grüß dich, Bastian. Dankeschön, dankeschön. Ich freue mich sehr. Danke, danke, danke. Was hast du denn da Verrücktes? Bastian, Herr Baker, sie ist meine Neo. Das ist so eine Stimmungsmaschine, weil wir haben in der Evaluation in den letzten 6 Monaten rausbekommen, dass die Stimmung manchmal so ein bisschen abflaut und so kleine Samples kommen immer gut an. Ja, mach doch nochmal was. Drück doch mal nochmal drauf. Einfach, ist das aber ausgegangen. Dabei. Ist auch von selber jetzt ausgegangen. Okay. Bastian, Mensch, du siehst fantastisch aus. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Sehr gut. Ja. Ich hatte einen tollen Sommer. Ist es deine erste Sendung nach der Sommerpause? Ja, tatsächlich. Merkt man das? Ja. Man merkt es überhaupt nicht. Ich bin zu dumm für RTL. Kann man das schon hier downloaden? Gibt es das schon? Ist das schon jetzt bei iTunes. Wir dürfen, glaube ich, gar nicht iTunes. Ist es bei iTunes? William. Nee, es ist im Internet. Ist jetzt im Internet. Wenn Sie diese Sendung sehen, ist das Video vom Anfang bereits jetzt im Internet. Fantastisch. Ja, ach, vielen Dank. Wow. Man merkt so ein bisschen, dass wir noch bei ZDF Neo sind, weil ich hier selbst die Getränke reichen muss. Nächstes Jahr sind wir im Hauptprogramm. Dann habe ich einen Butler. Wow. Und dann wird flüssiges, pures Gold getrunken. Ach, Wahnsinn. Ja. Das ist ja toll. Und da muss ich auch den Leuten nicht mehr erklären, wer hier sitzt. Ne? Also wir haben so immer so einen Spieler für die Gäste, weil die Gäste, also jetzt mit Ausnahme von dir, dich kennen ja die Leute, sind oft sehr unbekannt bei ZDF Neo. Der junge Mann hier, das ist ein lustiger Vogel, werden Sie nicht kennen, ist der Bastian Pastewka. Wir haben einen kleinen Einspielfilm für Sie vorbereitet, damit Sie mal wissen, um wen Sie sich handeln. Bitte schön. Zum ersten Mal seit einem Jahr ist diese Sendung lustig. Dank Bastian Pawelke, dem lustigsten Menschen Deutschlands, neben Klaus Kleber. Der am 4. April 1972 in Bochum bereits komplett kinnlos geborene Schauspieler, Komiker und Synchronsprecher Sebastian Kabewka wuchs in der Westerwelle-Stadt Bonn als Einzelkind seiner vermutlich heterosexuellen Eltern auf. Nach dem Abi folgte der Zivi und Studi, Fächer, Pedi, Germi und Sozi. Natürlich abgebrochen. Denn der Bundesnerdschaftsminister und Serienliebhaber hat sich durch seine Rollen in der Wochenshow aus der Kreisliga B in die Champions League des deutschen Humorgeschäfts hochgespielt. Der Wichser war in den Kinos auch äußerst erfolgreich. Der Volksschauspieler Horst Jansson widmete dem einer repräsentativen Forsa-Umfrage nach am wenigsten unbeliebten Komiker Deutschlands seine Serie »Der Bastian«. Seine Comedy-Preise bewohnen inzwischen eine eigene 500 Quadratmeter Finca in Port de Poyenka. Wenn Sebastian Pastewka noch einen Comedy-Preis gewinnt, hat er den Comedy-Preis durchgespielt. Dankeschön. Ja, ja, natürlich, das stimmt alles, was wir da gehört und gesehen haben. Ja. Husten, husten. Aber es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, dass es aufhört mit den Comedy-Preisen. Es ist nicht möglich, weil ich bin gar nicht nominiert dieses Jahr für den Comedy-Preis, aus Sicherheitsgründen. Ich muss ja. Wie verhält man sich denn eigentlich? Du bist ja so ein alter Show. Wenn man für so einen Comedy-Preis nominiert, sollte man hingehen oder nicht? Man sollte hingehen. Ja, echt? Ja, man muss hingehen, doch. Es ist okay. Es ist ja auch sehr, sehr lustig. Dieses Jahr macht das Caroline Kebekus. Da kann schon mal nichts schief gehen. Das stimmt, obwohl... Also ich gehe hin. Du gehst hin? Ja. Bitte. Aber nur wegen der Schnittchen, ne? Der zum Essen und der zum Küssen. Du bist auch schon mal da gewesen, das hat dir doch auch gut gefallen. Ich hatte damals vor einem Jahr die lustige Idee, ich setze auf der ganzen Veranstaltung Zylinder auf. Ja, richtig. Damit ich mich ein Jahr später über diese ganzen beschissenen Fotos von mir ärgere. Weil ich einfach nicht. Zu Recht. Ja. Da sind aber auch lustige Fotos von dir, wo du den Zylinder so aufhast und dann die Ohren noch so leicht hast abschneiden. Ja, genau. Und ich hatte hinterher 2 Wochen lang so einen Druckrand, weil es in meiner Kopfgröße keinen Zylinder gibt, von Kinderzylinder. Das tut wahnsinnig weh. Absolut Extrem. Richtig. Ja, ja, natürlich. Bastian, das ist dein aktuelles Projekt, ein jetzt auch noch Hörspiel. Du wirst die Welt des Hörspiels auch noch für dich einnehmen. Probieren wir es mal, ja. Was ist das?
Paul Temple und der Fall Gregory ist ein verschollenes Hörspiel aus dem Jahre 1949. Die Paul-Temple-Serie umfasst ungefähr 20 Folgen und eins ist 1949 verschütt gegangen. Und wir haben es jetzt neu wieder aufgelegt. 4 Kollegen und ich als Hörspiel. Wir machen es aber auch zeitgleich auf der Bühne. Also Mitte November sind wir genau eine Woche in NRW unterwegs und nächstes Jahr dann bundesweit. Also wir spielen gemeinsam ein altes Kriminalhörspiel, eine alte Dampfradioschnurre. Und wer möchte, darf den Täter vorher erraten. Aber ich bin sicher, er kommt nicht drauf, weil es tatsächlich spannend ist. Apropos spannend, eine Sache, die ich mir aus beruflichem Interesse mal ganz kurz nachfragen muss. Das, also wenn ich mich recht erinnere, das zweite deutsche Fernsehen, mein geliebter Heimatsender, hat vor kurzem eine, ich sag mal, offizielle Pressemitteilung rausgehauen und gesagt, Bastian Pastewka ist der neue Star des deutschen Breaking Bads, die neue deutsche Serie, die alle Rekorde brechen wird und die so mega... Was für ein, ich sag mal so, ist das nicht eine der beschissensten Ausgangspositionen, um überhaupt jemals Erfolg zu haben? Ja, es war zu lesen, es gab eine Umfrage in einer großen Zeitung, wer ist der bessere Walter White? A, Walter White oder B, Bastian Pastewka? Ich habe mich sehr über die Antworten, die da drunter standen, gefreut. Ja, das ist irgendwo hergekommen, ich weiß es auch nicht genau. In jedem Fall ist es natürlich so. Ist das denn jetzt ein Natürlich Deutsch? Nicht, wir haben es gedreht, es ist nicht das deutsche Breaking Bad, es ist nicht das deutsche Sex in the City, es ist nicht das deutsche Wetten, das geworden, es ist eine ganz normale, vernünftige, schöne, spannende Serie geworden. Und sie hat tatsächlich nichts mit Breaking Bad zu tun. Und worum geht's in der Serie? Es geht um einen, ja, man muss sagen, es geht um einen Fernsehredakteur, der sich vor neue Herausforderungen stellen muss, sich die Haare abrasiert und dann feststellt, er muss das deutsche Fernsehen von innen umkrempeln und alles anders machen. Das klingt ehrlich gesagt so ein bisschen wie so eine sehr langweilige Version, langweilige öffentlich-rechtliche Version von Breaking Bad. Aber es hat tatsächlich nichts mit Breaking Bad zu tun, wirklich gar nichts. Auch nicht optisch, nicht in der Art der Spielweise, nichts. Hast du einen Ausschnitt? Wir haben einen Ausschnitt schon da, ja. Ja, dann, das ist die neue Serie, die von Bastian Pastewka, die das aber nicht. Ja, bitte. Bitch, Kerner wird langsam ungeduldig. Wir brauchen dringend die Liste für Deutschlands 100 beste Dinge der Welt, Bitch. Ja, nur keine Eile. Es will alles sorgfältig überlegt sein. Die Qualität soll ja stimmen. Da kann man nicht einfach auf irgendwelche Massendaten von ominösen Meinungsforschungsinstituten vertrauen. So, auf Platz 5 schreiben wir mal Penicillin. Oder besser noch Helene Fischer. Die ist beliebter. Helene Fischer auf Platz 5. Aber beim Online-Voting war doch die Ostsee auf Platz 5, Bitch. Na, ist doch scheißegal. Es haben doch eh nur 8 Leute abgestimmt. Und 7 davon haben eine ZDF-IP-Adresse. Dann haben sämtliche an das Internet angeschlossene Mitarbeiter des ZDF abgestimmt, Bitch. So, auf Platz 4 machen wir mal Büsumer Krabben, auf Platz 3 Klaus Kleber, weil er neulich einen aktuellen Amazon-Link zur neuen Pastewka-DVD-Box getwittert hat. Diese hier? Genau. Bitch. Auf Platz 2 das Schloss Neuschwanstein und auf Platz 1 machen wir mal... Helmut Bitch Schmidt. Helmut Schmidt, Bitch. Ja, der ist ja schon auf Platz 1. Wie immer. Na, langweilig, das ändern wir jetzt mal. Eigenmächtig? Einfach so, Bitch? Auf Platz 1 sind jetzt die Booties. Aber für die hat doch nur einer abgestimmt, Bitch. Per Postkarte, Bitch. Poststempel Karl-Marx-Stadt 1984, Bitch. Das ist mir sowas von egal. Ich mach die Listen hier, wie ich das will. Die Booties sind auf Platz 1 und damit basta. Ruf Kerner an, er soll das so moderieren. Okay, Bitch. Aber das ist doch illegal, Bitch. Ach, das machen doch alle so. Außerdem, wer soll jemals dahinter kommen? Zu Breaking Bad. Wahnsinnig innovativ. Ja, ganz genau. Bastian. Du bist ein Riesen. Harald, lass mir dir einfach. Bastian, du bist ein Riesen-Serien-Nerd. Du bist ein Riesen-Fernseh-Serien-Nerd. Das ist richtig. Magst du ein Spiel mit mir spielen? Ich freue mich, Josef. Versteht keiner, aber ist egal. Sie ist mein Neo. Ja. Wir spielen ein kleines Spiel mit Bastian Pastewka. Und zwar ein Spiel, wo es ums Fernsehen geht. Und ich weiß auch noch nicht die Antworten. Wie heißt es? Ich bin zu dumm für RTL? Nein, es heißt Rewind Selector. Say what? Herzlich willkommen zu Rewind Selector.
Und hier ist ihr Gastgeber, der chinesische Elton Erton. Danke. Hallo, Erton. Danke. Hallo. Guten Tag. Erton. Also ja. Erton. Ja, genau. Dann kannst du ja deinen Namen gar nicht richtig aussprechen. Erton. Das heißt, klingt dann ja wie Elton. Dann klingt das fast richtig. Chinesen ja immer die Buchstaben vertauschen. Okay, also ich erkläre kurz, wie das Spiel funktioniert. War das rassistisch? Oh. Ich ertrage das schon. Ich werde euch deutsche Fernsehsendungen rückwärts nacherzählen und ihr müsst erraten, um welche Show es sich handelt. Aber ihr dürft erst drücken, wenn die Frage zu Ende gestellt ist. Okay. Achtung, hier eine Testfrage. Testflage. Ein Sternekoch treibt ein gut funktionierendes Restaurant in den Ruin und beschwert sich dann über das Essen. Das war schnell. Lacht der Restaurant-Tester. Das ist richtig. Yes! Easy. Guten Tag, mein Name ist Bastian Pastewka, ich arbeite fürs Fernsehen. Wo kommt der Rückwärtseffekt denn rein? Ich habe das noch nicht verstanden. Also die Fernsehsendung ist von hinten erzählt. Also ein Sternekoch kommt in ein gut laufendes Restaurant und wirtschaftet es runter. Ach so, es geht, verstehe. Also dachte, rückwärts, die Fernsehsendungen werden von hinten erzählt. Ja, ja, natürlich, ja. Läuft. Alles klar, natürlich, ganz einfach, ganz einfach, ganz einfach. Okay, Leute. Alles klar. Okay, dann beginnen wir mal das Spiel. Ich komme zur ersten Frage. Ein schlecht gelaunter alter Mann treibt Familien, die sich finanziell auf dem Weg der Besserung... Das war zu schnell. Wenn das zu schnell ist, dann bekomme ich den Punkt. Also, was? Nein, mein Scherz. Das ist eine Regel. Wo geht der Punkt jetzt an ihn? Nein. Okay. Also, bitte. Raus aus den Schulden. Das ist richtig. Prima. Dankeschön. Sehr gut. Dann komme ich zur nächsten Frage. Ich dachte, da kommt ein Punkt hin. Okay. Ein Mann nimmt immer mehr Frauen Rosen weg, bis sich nacheinander in einer Limousine wegfahren. Bastian. Nochmal raus aus den Schulden. Nein, ich würde sagen, es ist der Bachelor. Das ist auch richtig. Erst drücken, wenn die Frage gestellt ist. Alles klar. Erst drücken, wenn die Frage gestellt ist. Entschuldigung, war blöd. Gut, dann kommt die dritte Frage. War blöd. Blonde Frau bringt schlecht untertitelte Familien auseinander und feiert dann ein Scheunenfest. Bauer sucht Frau. Das ist richtig. Ja. Ich bin der Meinung, das war spitze. Müssen wir alle einfrieren. So, dann kommen wir gleich wieder zur nächsten Frage. Untalentierte Laiendarsteller spielen einen frei erfundenen Kriminalfall nach, der nach der Sendung tatsächlich so passiert. Aktenzeichen XY, ungelöst. Das ist richtig! Das ist, ich hätte jetzt gedacht, Verdachtsfälle oder so. ZDF. Anwalt wider Willen. Ich denke, sehr ZDF-ig. Würde ich nicht machen, das ist... gefährlich. Genau. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Ein Mann verschleiert dunkle Machenschaften eines Unternehmens und verkleidet sich am Ende als Günther Wallraff. Team Wallraff. Das ist richtig. Das ist ja nicht schwer. Ja. Ist denn Bobby? Wie viel steht's denn? Es gibt keine Punkte hier. Habe ich auch schon geguckt. 3-2. 3-2? Oh. Okay, dann machen wir jetzt eine Stichfrage. Nee. Also es kommen eigentlich noch zwei Fragen. Das heißt, ich hatte den Aktenzeichen des Y-Punkt noch. Okay. Also dann stelle ich mir die Frage. Immer mehr Prominente treffen sich in der Natur, spucken eklige Dinge aus, bevor sie hochverschuldet wieder nach Hause fliegen. Dschungelcamp, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Das ist richtig. Stichfrage, komm, eine noch. Du hast eigentlich schon gewonnen. Nein, komm, Stichfrage. Eigentlich hast du schon gewonnen. Bastian hat eigentlich schon gewonnen, steht jetzt 4-2. Ich kann gar nicht mehr gewinnen. Ich will noch eine Stichfrage. Das ist auch meine Sendung, warum verliere ich denn jetzt? Noch eine Stichfrage, bitte. Das ist noch nicht entschieden. 4-2, da kann noch was passieren. Dann machen wir noch die letzte Frage. Klar. Andersfarbiger, aber auch nicht wirklich schwarzer Tanzlehrer schreit dünne Jugendliche so lange an, bis sie fett sind. The Biggest Loser. Ja, das ist richtig. Nein, das Team. Was hast du denn? Das ist ja so. Aber das war ein Jein, oder? Herzlichen Dank, Erton.
Vielen Dank, Bastian Pastewka. Das war das Neo-Magazin in der 43. Kalenderwoche. Nächste Woche dann mit dem Moderator, der sich am zweitbesten mit dem deutschen Fernsehen auskennt. Wir und Katrin Bauerfein. Vielen Dank, William Cohn. Nicht vergessen, Comedy-Preis. Vielleicht gewinnen wir. Toi, toi, toi. Bis nächste Woche. Tschüss. Ich palme mein Face. Was war das denn für ein halbstündiger Mega-Fail? Wo ist Wayne Carpendale, wenn man ihn einmal braucht? Ach so, wahrscheinlich in der einen von TAF. Böhmermann. Ey, große Klappe und nix dahinter. Herr, lass Hirn vom Himmel regnen. Und so einen wie dich lassen die vom ZDF ins Hauptprogramm? Gebührenverschwendung. Irre. Total plemplem. Ich gehe jetzt zum Relaxen in meiner Garderobe und denk so lange an Lena, bis ich keinen Hunger mehr hab. Übrigens, heute zu Gast im Neo-Magazin. Bastian Pavelka. Boom, tschak, tschak. Bastian Pavelka. Das ist ein aktuelles Hörspiel, reden wir gleich noch drüber. Aber eine Sache hat die Internetwelt und überhaupt die gesamte Nachrichtenwelt noch viel mehr erschüttert als ISIS, nämlich, habt ihr vielleicht mitbekommen, das hier. In der vergangenen Woche erschütterte eine Meldung das sonst so unaufgeregte Internet in seinen Grundfesten. Jan Böhmermann hat seine private Handynummer im Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht. Ist der 33-jährige Nachwuchsmoderator zu blöd, das Internet zu bedienen? Oder steckt vielleicht doch ein perfider Plan dahinter? Sehen Sie bei uns exklusiv die 863 WhatsApp-Nachrichten, 40 Gruppenchats, 1430 Voicemails, eine MMS, ein FaceTime-Call von Jans Mutter und 200 iMessages. Und was hat es mit diesem aufwendig und liebevoll mit Cliparts geschmückten Flugblatt auf sich, das an Universitäten und anderen öffentlichen Plätzen aufgetaucht ist? Ein Fake oder ein hoffnungsloser Hilferuf des Jungmoderators? Nächste Woche in ZDF Neo. Dynamite! Hey Studiopublikum, hey Internet, Navi. Ich muss mich entschuldigen, 6 Monate lang waren wir jetzt nicht da. Für viele Menschen ist eine Welt zusammengebrochen, denn das hier, das Neo-Magazin, ist die Sendung, wo wir Sie, liebe Zuschauer, im zweiten deutschen Internet, aber auch im zweiten deutschen Fernsehen oder im zweiten deutschen Fernsehen Neo über die aktuellen Geschehnisse im Internet auf dem Laufenden halten. Da haben Sie jetzt ein halbes Jahr nichts mitbekommen. Wir bringen Sie auf den neuesten Stand. Das ist die Drehscheibe Internet. Das ASCII-Zeichen der Woche, die Raute. Die IP-Adresse des Monats, 127.0.0.1. Und kommen wir nun zum Tinder-Match der Woche. Oh, Johanna und Florian. Ihr müsst jetzt in der verbleibenden Restsendezeit miteinander schlafen. Oder wenigstens einen Moment zusammen haben. In die Schnauze! Hör auf mit dem Geschrammel und komm runter! Fernsehen! Aber Papa,
Ich verstehe doch überhaupt nicht, was die im Fernsehen sagen. Ich habe dazu überhaupt gar keinen Zugang. Dann bist du entweder taub auf beiden Ohren oder zu blöd. Okay. This. Ich hab für RTL eine Show gemacht, doch das hat nicht funktioniert. Ständig habe ich mich so Dinge gefragt. Liegt das an mir? Es ist meine Schuld. Und ich kann es wohl nicht ändern. Bin zu dem, ich bin ein Sender, der ist intellektuell. Und ich bin, ich bin zu dumm für RTL. 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 Sorry, Jan Köppen, was machst du denn eigentlich hier? Du hast doch vor kurzem einen Vertrag bei RTL unterschrieben. Nee, du darfst nicht mitmachen. Sag mal, dann soll der eine von Culture Candela, der mal bei DSDS in der Jury war, der soll mal was retten, bitte. Yeah, oh Mann, ich raste aus, bin zu dumm für RTL und das weiß ich jetzt auch. Oh, viel zu hoch für mich, intellektuell, ZDF, Böhmermann, Digga, das ist meine Welt. Yeah, sorry Dieter. Mir fehlen die Worte, du kannst auf jeden Fall mehr als zwei Akkorde. Mein IQ reicht für Lieder wie Hammer. A-A-Doppel-M-A. Magazin, Folge 19. Schlau genug fürs Hauptprogramm. Heute zu Gast Bastian Pastewka. Hier ist der PR-Berater von Xavier Naidoo, Jan Böhmermann. Hallo, vielen Dank. Willkommen zurück zum Neo-Magazin nach der langen, langen Sommerpause. Ein Hauptprogrammsapplaus. Vielen Dank, Dankeschön. Ganz Deutschland streikt, aber unser Publikum nicht. William Cohn. Hallo. Welcome back. Oder ist es René Zellweger?
Man weiß es nicht. Vielen Dank, sehr freundlich. Willkommen zurück zum Neo-Magazin. Ach, ist das schön. Ist okay, das ist ja ekelhaft. Sorry. Ist okay. Hört auf, so gut ist er auch nicht. Ist okay. Okay, langsam kippt's. Es kippt langsam. I get the irony, I get it. Okay, stop it, it's okay. It's okay. Ja, alles klar, danke, ciao. Willkommen beim Neo-Magazin. Hashtag der Woche. Fun for Jan. Hashtag der Woche. Fun for Jan. Warum? Das erklären wir vielleicht später. Aber wir fangen mit was überhaupt nicht Spaßigem an. Es gibt eine Meldung diese Woche, die mir sehr ans Herz gegangen ist. Aber nicht nur mir, sondern auch dem kleinen Lukas. Denn immer wenn der kleine, herzkranke Lukas Helene Fischers Song Atemlos hört, mussten wir diese Woche lesen, wird er ganz ruhig und lässt sich problemlos untersuchen. Mir steigen die Tränen in die Augen. Der medizinische Fachausdruck dafür heißt, glaube ich, Schockstarre. Dem kleinen Lukas geht es inzwischen viel besser. Leider sind vier Senioren aus dem Nachbarzimmer beim Disco Fox zusammengebrochen. Atemlos durch die Nacht. Und die Behandlung des kleinen Lukas musste dann leider vorzeitig abgebrochen werden, obwohl er auf dem Weg der Besserung war, weil sich die Krankenkasse nicht mit der GEMA einigen konnte. Die GEMA wollte 9 Cent für atemlos, die Krankenkasse hat aber nur 7 gegeben. Da hat die GEMA gesagt, nee, sorry, wir lassen nicht alles mit uns machen. Der kleine Lukas muss leider sterben. Ist schon mal einfach so. So sind sie. Ja, die GEMA. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt von diesem eher heiteren Thema zu dem nun folgenden sehr traurigen Thema kommen soll. Ich probiere es mal mit dem Kamerawechsel. Funktioniert. It always works. Ebola. Mesut Özil und Mandy haben sich getrennt. Diese Woche Schockmeldung auf der Facebook-Seite von Christian Lell gefunden. Für Mesut Özil gleicht es sich also in diesem Jahr aus. Einen Wanderpokal gewonnen und einen Wanderpokal verloren. Oh, ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Staffel von Let's Dance mit Daniel Hartwig und Silvi Özil. Aber für Mesut Özil ist die Trennung ja halb so schlimm. Aber Mandy muss es ja leider zu K1 zurück. Das ist bedauerlich. Obwohl K1 freut sich, denn bei Mandy ist er sich sicher, dass sie keinen Penis hat. Also, oder ist ein Camel-Ton-Penis. Ein kleiner Penis vielleicht. I don't know. So. Oh, mir ist der Hoden rausgefallen. Scheiße. Stopp. Die Welt hat sich zusammengeschlossen, kommt wirklich ein ernstes Thema, die Welt hat sich zusammengeschlossen gegen ISIS. Ja, ne, habe ich mir gedacht. Was mir besonders große Sorgen macht, es gibt offenbar sogar eine unheilvolle Verbindung zwischen Hip-Hop und ISIS. Wusstest du das? Hip-Hop und ISIS ist ja. Also Deso Dog zum Beispiel oder Jihadi John, alles früher Rapper gewesen. Dann lief es mit den Platten nicht mehr so gut. Dann haben sie sich gefragt, was kann ich sonst noch? Oh ja, Gewalt. Dann gehe ich doch einfach zu Viele Experten befürchten ja, Hip-Hop treibt junge, verwirrte Menschen in die Arme von Jesus. Das gefällt euch, ne? Bist du in Deutschland ein Verlierer, frustrierter Hartz-IV-er, dann nimm dir deine Perso und flieg auf deinem Perser zu Jesus. Ist schlecht. Dynamite! Bist du eindimensional, religiös, radikal, sind dir Menschen egal, na dann nichts wie auf zu Jetzt was, vielleicht mit so einer popkulturellen Referenz. Ist dir das Bär kein zu lame, sehnst du dich nach Fame, dann kämm dir deinen Bart und auf ins Kalifat zu. Nicht schlecht. Boom, shake the room. Würdest du für 72 Jungfrauen Unschuldige umhauen, dann werd konvertiert und mach einfach mit bei Murderer. Say what? Pass auf. Jetzt kommt der moralische Teil. Und schießt dich dann ein Apache am ersten Tag zum Matchy, kriegst du eine Hellfire mitten in die Eier, dank.
Halt blöd, wenn du explodierst und erst dann kapierst, dass selbst der tollste Dschihad im Kern leider relativ fies ist. Hoffentlich bist du denn wenigstens auch ein Sunnit. Ah, alles andere ist nämlich echt egal. Ah, say what? Vielen Dank.